Unser Diversity-Film, welche Message transportiert er für dich? Ja, für mich ist die Message, dass bei uns extrem vielfältige, orientierte Menschen leben, die aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen, was die Nationalität angeht, was Sprache angeht, Kultur, Religion. Und das alles in unserem Unternehmen funktioniert. Und das kommt in dem Film, finde ich, sehr gut rüber. Und siehst du einen Zusammenhang zu den aktuellen Geschehnissen? Chemnitz-Stichwort, Köthen-Stichwort? Ja, also die Vielfältigkeit, die bei uns im Unternehmen ist, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, die sich gegenseitig akzeptieren, die sich gegenseitig tolerieren, miteinander offensichtlich sehr gut auskommen, was ja auch in der wunderbaren Kundenzufriedenheit sich unter anderem widerspiegelt. Das ist das, was ich mir eigentlich für unsere Gesellschaft wünsche. Und gerade wenn ich an die Geschehnisse in Chemnitz zurückdenke, wird das ja kontrakariert. Dort wird unter einem rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen Banner wird eine Eingrenzung, eine Reduzierung, ein nationales Bewusstsein beschrieben und gefordert, wo ich mich wirklich nicht mit identifizieren kann.